Sandbaden ist eine Lieblingsbeschäftigung von Hühnern. Doch sieht man den Tieren dabei an, ob es ihnen gut geht oder wie ihr Gesundheitszustand ist? Tierarzt Ferdinand Schmidt macht regelmäßig Kontrollen im Stall von Michael Hesch. Seit einiger Zeit achtet er genauer auf Brustbeinbrüche. Dazu tastet er einige Hennen ab. Wirklich hochgradige Veränderungen, die kann ich halt gut fühlen. Aber diese minimalen Veränderungen, die kann man mit der Palpation, wie wir sie gerade eben gesehen haben, also das Abtasten des Brustbeins, nicht immer genau erfassen. Von 4 untersuchten Hennen haben 3 eine Schädigung des Brustbeins. Eine bedrückende Nachricht für Landwirt Michael Hesch. Wir wollen natürlich Tiere haben, die schmerzfrei sind, die ihre Eier legen. Und das ist für einen Landwirt eigentlich nicht erkennbar, wenn das Tier nicht fängt und unter fachkundiger Anleitung eigentlich mal das Abtasten sieht, wo sind Veränderungen. Aber diese Veränderungen sind häufig. Für eine dänische Studie wurden 2021 4.800 Hennen untersucht. Je nach Herde hatten zwischen 53 und 100% der Tiere einen Bruch des Brustbeins. Die Ergebnisse waren unabhängig davon, ob die Tiere aus Boden- oder Freilandhaltung oder von einem Biobetrieb kamen. Die häufigen Brustbeinbrüche bei Legehennen kennt auch Lars Schrader vom Friedrich-Löffler-Institut für Tiergesundheit in Celle. Zusammen mit einer Kollegin untersucht er den Zustand seiner Versuchstiere. Auch dieses Huhn zeigt eine starke Verletzung. Gucken Sie mal, da ist schon im mittleren Bereich eine ganz starke Deformierung. Ja, Deformation, ja. Ist quasi eine Delle drin. Ja, ist gut. Das Tier hat ganz offensichtlich Schmerzen. Einer der Einflussfaktoren ist möglicherweise der frühe Legebeginn. Hennen fangen etwa in einem Alter von 20 Lebenswochen an zu legen. Das Brustbein ist endgültig erst verknöchert, ungefähr im Alter von 35 Lebenswochen. Das heißt, während die Henne Eier legt, braucht sie schon Kalzium. Dieses Kalzium bräuchte sie aber auch für den Aufbau des Knochens. Untersuchungen des Friedrich-Löffler-Instituts zeigen, die Häufigkeit der Brustbeinschädigungen bei Hennen ist in Deutschland vermutlich genauso groß wie in Dänemark. Zurück zum Geflügelhof von Michael Hesch. Wir haben Tierarzt Ferdinand Schmidt gebeten, auch 2 geschlachtete Hennen zu untersuchen. Wird er Brustbeinbrüche finden? Ergebnis: Auch diese Henne war verletzt. Hier ist die Delle. Noch deutlicher wird das Ausmaß, wenn er sich die Innenseite des Brustbeins anschaut. Es weicht so ein bisschen von der Achse ab, ja, nach links. Und hier fühle ich eine leichte Umfangsvermehrung. Auch beim zweiten Huhn ist das Brustbein geschädigt. Laut den wissenschaftlichen Studien sind alle Zuchtlinien betroffen. Rassen, die weniger Eier legen, wie diese 2 Nutzungshühner, weisen aber etwas seltener Brustbeinschäden auf. Doch wie entstehen diese Verletzungen? Hühner sind keine guten Flieger, die bewegen sich lieber laufend fort. Und das besonders problematisch für Hühner ist eigentlich die Abwärtsbewegung im Flug. Da können Probleme bestehen, dass sie eben aufknallen gegen diese Sitzstangen. Es kann auch sein, dass Hühner aufschrecken und es ist neben ihnen eine Sitzstange, dass sie da dann gegen knallen. Landwirt Michael Hesch hält in diesem Stall 1.700 Legehennen. Die Tiere sind ruhig und benutzen gerne die bereitgestellten Rampen. Die meisten Verletzungen passieren bei der Einstallung, vermutet der Landwirt, wenn die Junghennen von einem Aufzuchtbetrieb kommen. Die Tiere kommen aus einem abgedunkelten Aufzuchtbetrieb, kommen hier hin und sind am Anfang furchtbar nervös. Also wenn sie hier in den Stall gehen, flattern hoch und so weiter. Und ich könnte mir vorstellen, dass gerade in dieser Phase, wenn die Knochen noch weich sind, auch etwas passiert. Wir werden uns also überlegen müssen, wie können wir abdunkeln, obwohl wir das eigentlich gar nicht wollen, wir wollen ja, dass Tiere Kontakt nach außen haben, aber wie können wir die am Anfang besser ruhig stellen? Michael Hesch und Fachtierarzt Ferdinand Schmidt überlegen als weitere Maßnahme, das Futter so zu optimieren, dass die Hennen schneller, stabilere Knochen entwickeln. Futtertechnisch ist es wichtig,
dass die Tiere wirklich genug Futter aufnehmen, dass mit dem Futter an sich auch alles passt, ja, dass genug Phosphor, genug Calcium drin ist. Und das sind so die Hauptkomponenten. Eventuell wird das allerdings nicht ausreichen, sondern man muss dann unter Umständen gerade in der Anfangsphase noch ein bisschen zuhelfen sozusagen. Das heißt also Vitamin D und Calcium, Phosphor übers Trinkwasser dazu dosieren. Doch diese Maßnahmen reichen nicht aus, kritisieren Tierschützer. Wichtiger sei es, die Ursachen zu analysieren. Zu früher Legebeginn, zu viele und zu große Eier. Wahrscheinlich wäre eine richtige Maßnahme in der Zucht, nicht mehr nur auf die größte Leistung zu setzen, nicht zu schauen, okay, wie viele Eier legt das Huhn jetzt im Jahr, sondern auch mehr wieder auf Gesundheit und das Wohlbefinden der Tiere zu achten in der Zucht. Das könnte aber natürlich mit Leistungseinbußen einhergehen. Doch Leistungseinbußen will man in der Branche nicht. Das dürfte auch der Grund sein, warum das Problem der Brustbeinbrüche zwar seit vielen Jahren bekannt ist, sich aber nichts verbessert. Wenn wir in unserer Forschung gefunden hätten, dieses eine Problem oder diesen einen Faktor muss man abstellen, dann ist alles gut, dann hätten wir das Problem wahrscheinlich nicht mehr. Dadurch, dass es so multifaktoriell ist, ist es auch wissenschaftlich kompliziert und aufwendig zu bearbeiten. Und von daher haben wir noch keine Lösung. Vielleicht benötigt es mehr öffentlichen Druck, damit sich endlich etwas ändert. Unseren YouTube-Channel könnt ihr auch abonnieren, aber schaut vor allem auch in die BR-Mediathek. Da bekommt ihr noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und einiges mehr.